Den musst du immer drin haben, weil der einfach richtig OP ist. Foxy, kommst Okay. du? Ja. Den werde ich aber jetzt immer so bei Bossen einsetzen und so. Ja, den kannst du in der Regel aktivieren. Ja, der hat eine sehr hohe Ablenkzeit. Da gibt's auch Ja. noch später eine Fähigkeit. So eine passive Fähigkeit, die richtig gut ist. Ein großes Der Kombi halt. Oha, irgend so ein Bossgegner sofort tot ist. Immer noch so Quest erfüllt. Ich habe jetzt so ein cooles Feuer vor Pferd. Ein Phönixpferd, ey. Ja. Voll dreist aus, links geklaut aus, Skyrim. Da war es lila. Da gibt's doch kein Phönixpferd. Doch, wenn du das DLC Dawnguard, wenn du in dieser verlassenen Unterwelt bist. Nein, das ist so ein untotes Pferd, das du da kriegst. Das du immer beschwören kannst, aber das ist schwarz und hinterlässt immer solche schwarzen Spuren im das finde ich voll cool. Nee, ich hab Mod installiert, war es dann rot. Boah, das war Level aufgestiegen für nichts zu, okay. Als die Kreuzritter alles gelernt hatten, was sie lernen konnten. Hörst du dich? Oder ist das eine Fähigkeit oder? Sie sollten einen Weg finden, den Traum der Zakarum Verderbnis zu reinigen, die sein Herz ergriffen hatte. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel. Und manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei und ihr Auftrag nie erfüllt werden könne. Doch die Kreuzritter ließen sich nicht beirren. Ja, wieder da rauschen und dann geht's los mit Streit raus! Oh, da bewegt sich der Baum. Wow, wow, wow. Nein, Asuka. Kommt der Herr, basht hier so alle Gegner weg, die ich schon fast getötet habe. Hier ist ein Weg. Oh, da oben blinkt es. Da unten blinkt es, da ist der Ziller drin. Blinkt oben. Nicht nach da oben gehen! Oh mein Jetzt Gott, nein! Ey, was hat sie getan? Der wollte gerade die Story weitermachen. Wollten wir. Alter, Foxy. Wollte das Blut einsammeln. Du kannst auch meine Aufnahme sehen. Oh, der ist ein guter Gegner. Wir haben. Will ich haben. Nein. Habe noch weggebasht, bevor sie dort irgendwas machen konnte. Ja, natürlich. Noch nicht bereit. Oh, cool, Baumstamm. Loot. Oh, Gegner. Will haben. Gegner tot. Noch nicht. Ey, ihr Vorrenner. Das gut, Goblin. Levelt ohne mich, also es geht gar nicht. Ah. Wo ist denn der Schatzgoblin? Ist er schon tot oder was? Dein Kolben, legendär. Foxy ist tot. Als was? Die Spieler hat sich getötet? Nein, es waren diese Schleimspuren wahrscheinlich am Boden. Da kam aber noch der Spinner noch angerannt. War zu viel, Mann. Ich habe zwar noch so einen Skill, der den Schaden von ab und zu mal von euch auf mich überträgt, aber das war doch das ist richtig gut. Ja, das ist, ich habe hier ich habe hier Gebote Gerechtigkeit erhöht alle meine Widerstände und sowas. Und dann habe ich noch so geskillt, dass es ab und zu mal Schaden von dass ich ab und zu mal den Schaden von euch absorbiere. Und dafür bekommst du aber was? Power. Ja, da werde ich dann noch stärker.
unfaire Spielvorteile kriege ich. Weil ich so Level 27. Wow! Alter, das ist so ein Doppellaserstrahl, ey. Direkt aus der Hölle. Doppellaserstrahl aus der Hölle, okay. Jetzt Foxy. Foxy backt auch so bei mir auf der Karte rum. Alles doppelt normal. Also an einem Punkt läuft so und dann wieder zurück. Und dann teleportiert er sich. Ich stehe auch immer hin und her. Boah, aber das vom Baumstumpf getroffen, ey. Lol. Doppeltes Kabel, ja. Mit der Gegenstand kommt. Na, jetzt also. Erinnert mich daran, dass ich mal wieder Drakensang online spielen sollte. Was willst du damit spielen? Wie lange habe ich gearbeitet? Und was willst du damit spielen? Drakensang online. Endlich, endlich zurück. Die Früchte der Arbeit. Keine Ahnung. Verkaufen. Zur Kenntnis ja, komm. Genommen. Sie haben eine besondere Aufgabe versprochen, die dem erhabenen, unendlichen Ruhm bringen wird. Ich kann kaum mein Auge zutun, bis sie mir den Plan am Morgen mit. Oh, meine Mütter ist auch voll. Ja, Alter, auch. Ja stimmt, ich kann mir jetzt auch legendäre Gegenstände herstellen. Echt? Oh, weil. Legendärer Schild, der ist geil. Ja, stell mal Magier-Sachen her. Den Gürtel könnte ich gebrauchen, eigentlich. Muss Magier-Sachen herstellen. Oh, Stiefel des Meisters. Ich könnte auch zwei legendäre Einhandwaffen tragen. Das habe ich mal gemacht. Mit meinem Barbaren. Der ist immer noch Stufe 36 auf dem PTR-Server. Ich hab ja auch neue Patch raus. Echt cool. Ja, ich glaube 2.2.2. Okay, cool. Oh, nicht den Gegenstand verkaufen, wenn du. Oh, scheiße, wäre besser als meine. Jetzt rennt ihr sich ja voll vor, ey. Oder doch nicht? Lol. Was jetzt so? Erscheint mir unklug. Ich stehe hier. Muss ich mal einen Edelstein da rausnehmen? Mein Charakter sagt das. Nein, ich kann mir neuen machen, das stimmt ja. Ich könnte mir jetzt mal einen neuen Dings machen. So ein neuen Schild könnte ich mir machen. Oh, Plattenpanzer des Meisters. Wow. Wow! Der hat einfach mal zwei Sockel. Geil. Boah, ich mach fast 2000 Schaden und du, Oskar? Also 3000. Ich mach 2061 Schaden. Oh, viel so wehe. Foxy muss fängt gleich an zu weinen, deswegen. Ja, ich guck gleich meinen Dämonenhunter. Dann hol ich meinen. Oh, wow. Der macht, keine Ahnung, der macht da mal 1 Million Schaden oder so. Aber das bringt ihm auch recht wenig, weil die Gegner einfach stark genug sind. Und dasselbe wird auf Level 70 gesetzt. Ja. Boah, 75.000 kostet das, aber kacke. Foxy würde dann instant sterben. Well,
wieder alles verkaufen, was ich so im Inventar habe. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren könnten. Auch so mein selbstgeschmiedeten Scheiß verkaufen. Auch Gold. So. Hä, wie macht das denn Sinn, wenn ich meinen ganz normalen Hammer ausgerüstet habe, ohne meine andere legendäre Einheitswaffe, mache ich 2154 Schaden, rüste ich aber dann die andere, also zweihändig aus, dann mache ich auf einmal nur noch 1780 Schaden, warum? Also zwei Waffen, ich muss ja mehr Schaden machen. Ja, es kommt darauf an, wie hoch der Schadensunterschied ist und wie viel Schaden pro Sekunde du machst. Oh, du musst jetzt noch ein Schild craften, ey, oder was? Ja, nee, das kommt drauf an, wenn der Schaden beispielsweise von beiden Waffen identisch ist und dich gleich schnell angreifen, dann ist dein Schaden höher, als würdest du eine einzeln haben. Ist der Schaden aber von der einen etwas schlechter, kann es sein, dass die den Schaden runterzieht. Ja, kein Edelstein drin haben, weil er keinen Sockel hat. Ja, okay, das kann sein. Finde ich kacke. Und wenn du beispielsweise eine Waffe hast, die 290 Schaden macht und du dann irgendwas anderes holst, was irgendwie 100 Schaden macht, dann ist es klar, dass es ein Schaden runterzieht, weil es einfach wesentlich schlechter ist. So, plus 9 bis 11 Schaden und plus 99 Stärke und dann plus nochmal 190 Schaden. Cool. Ich habe Stärke 772. Wo ist denn Foxy überhaupt? Bullshit. Sag ich nicht, du bist schon vorgelaufen. Nein. Okay, dann erkunde ich jetzt weiter die Höhle des Mondclans. Lass nicht mal viel, das ist direkt der Ausgang. Ich weiß. Ja, aber trotzdem kommen wir könnten aber noch ein paar Gegner sein. Mein Fox ist nicht Level 30. Ja. Willst du vorleveln? Mhm. Das würde jetzt in seiner Aufnahme zwar nicht mit drin sein, aber egal. Der Stab ist unser Umbasage. Alle sind tot. Diese Kreatur muss sterben. Aber wie es auf einmal Foxy gleich da ist. Ja. Nur Geduld. Die Kreuzritter schworen, ihre Leben der Suche zu weihen. Keiner glaubte, dass er derjenige sein würde, der die Verderben reinigte und so den Kreuzzug beendete. Für Gondor. Die Kreuzritter glaubten, dass die Suche sie adelte und dass die Disziplin ihres Lebens für Gandhi ihre Reise das wahre Ziel war. Spiel. Sie sollten in der Suche finden. Nee. Das ist verschiedene Völker, verschiedene Rassen. Klasse. Foxy ist ja der Meinung, dass Walner bei Civilization von Gandhi überrannt wird. Obwohl der nur drei Städte hat. Ja, Gandhi ist halt böse. Er hat schon Atomwaffen, er sagt nur nichts. Ja. Man bekommt aber eine Meldung, da steht damit dran, man hat das von Hettenprojekt abgeschlossen. Damit wirklich jeder weiß, dass du Atomwaffen hast. War schade eigentlich. Ich hätte immer so eine Meldung, wenn so die erste Atomwaffe gefallen wäre. Sehr
Segen des Lichts, sie rufen Verstärkung herbei. Das sollte es gewesen sein. Heilbrunnen. Wo man denn einen, wir sind denn so weit weg von den anderen? Macht euren Frieden jetzt! Macht euren Frieden jetzt! Kniet nieder vor Zakharum. Guck mal, da unten warten schon so viele. Nur Spreu im Winde. Oh, wir sind ja schon bald wieder beim nächsten. Also ich habe zwei legendäre Gegenstände. Cheater. Einmal ein Plan und einmal eine Gürtel. Gut. Kann ich bitte Plane herstellen? Cool, Bogen. Einen Bogen. Kultisten vollzogen gerade ein seltsames Ritual, als ich sie heute sah. Hey, noch ein legendärer Gegenstand. Einer von ihnen stand lautlos da, während die anderen lange Dornen. Ich habe eine Krone gefunden, legendärer. Er starb. Ich habe einen Season Pass gekauft. Und ich glaube, Alter, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Ohne Kaffee, was habe ich eigentlich für Bonus für die legendäre Gegenstände? Noch nicht. In unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Kaldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht sofort dem Meister. Er ist nicht aufzuhalten. Kein Sterblicher könnte unsere Brüder derart niedermähen. Er ist hier. Noch mehr Kultisten. Beschäftigt ihn, während ich in den Tiefen unter uns seinen Untergang vorbereite. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Sie sind jetzt tot. Es muss jedoch noch ein anderer Gefangener da gewesen sein. Ein Mann in Lumpen. Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Magda wird heute sterben. Wuhu! Ja. Zillow hat das beschlossen, also wird er heute sterben. Ja. Zillow wird heute sterben, okay. Oh, scheiße, dass du genug das springen. Mein Gott. Bring ihn zu mir, damit ich ihm das Fleisch von den... Ich glaube, da hat wohl jemand anders den das Fleisch von den Knochen gerissen. Warte, Männer. Kann man hier reingehen? Wo in dieses Loch? In diese hässliche Pisskiste da. Kannst du vielleicht auch verschlungen werden? Ja. Ja, dann kann er bei... Dann kann er die Videos von Subi gucken. Ja. Oh ja. In der Hölle. Ja, einfach so... In der Hölle. Einfach die Videos von Subi.